Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir werden jetzt noch diese Aufgabe hier machen. Und weil ich sowieso keine Markierung wirklich setzen kann, außer wenn ich jetzt ewig auf der Karte suchen würde, fahren wir auch direkt los. Die Aufgabe ist, dass ich 5 Krater finde. Bis auf die Anzeige, die ich jetzt hier während der Fahrt habe, also unten am Bildschirmrand sieht man ja auch nochmal die Markierung und oben die Markierung, gibt es sonst nichts. Ich habe noch 2 Krater halt, wo ich ja meine Wegpunkte reingesetzt habe. Das ist jetzt zum Beispiel der eine, wo wir jetzt hinfahren, und der andere, der vermutlich irgendwie in die Richtung dort liegt. Ob das so ist oder nicht, das werden wir ja halt erst sehen, wenn ich dann da bin. Ja, mal sehen, wie das so wird. Ja, es geht auf jeden Fall schon mal sehr gut los. Ganz großer Vorteil ist, dass der Tacoma. Jetzt spinnt es hier, ne? Manchmal ist das auch echt schwierig. Gerade wenn man mit Maus und Controller gleichzeitig hantieren möchte. Das mag das Spiel hin und wieder mal nicht. Aber, also, das war jetzt nicht so meine Absicht, den so rumzuziehen, aber es hat ja dann auch doch irgendwie funktioniert. So. Weiter geht's. Ja, ich mag den Tacoma halt unheimlich gern. Der ist, das ist schon ein richtiges Geländefahrzeug, wie ich es mir vom Spiel selbst gewünscht hätte. Und viele oder einige der Mods, die ich ja in letzter Zeit nutze und die ihr ja auch in den letzten Folgen gesehen habt, haben halt eine Aufhängung inspiriert durch den hier, also das Fahrwerk. Weil es halt einfach super funktioniert. Schön weich, viel Federweg. Ja, offensichtlich, genau, das ist der eine Krater hier, wunderbar. Komm rein. So. Und jetzt sind wir 1400 Meter vom nächsten weg, den ich vermute. Ach, das ist jetzt natürlich eine richtig schöne Aufgabe. Ich habe auch gar keine Anzeiger. Das ist natürlich jetzt einfach nur so ein Finde es oder nicht. Aber wir schauen einfach mal, ne? Wenn mir das nachher zu lang dauert oder zu erfolglos. Aber eigentlich brauche ich ja auch nur über die Karte fahren, halt, ne? Irgendwann gehen ja diese gelben Anzeigen an. Weil es waren jetzt auch gerade auf 300 Meter, 400 Meter war ich ja weg. Ungefähr. Und hat ja diese Anzeige. Naja, das geht schon. Kriegen wir alles hin. Ja, hier die Straße haben, kommen wir auch zügig voran. Und das ist ja Richtung Fabrik, also da ist ja durchgehend Straße mit ein bisschen Schlamm nur auf der Straße, aber da kommen wir trotzdem super voran. Okay, diesmal ist mein Wegpunkt nicht ganz richtig. Oder vielleicht noch zu weit weg. Dass dazwischen noch irgendwo ein Krater ist, den ich noch gar nicht gesehen hatte. Das mag vielleicht auch einfach sein. Wahrscheinlich ist es auch so. Aber ich habe ja meinen Wegpunkt habe ich ja in den Krater reingesetzt, den ich ja zwar auf der Karte gesehen hatte, aber sonst ja noch nicht da war. So wie es ja jetzt gerade mit dem ersten war. Und die gelbe Markierung, die kommt ja bei den Kratern, die man, naja, so nicht aufdecken kann, aber halt, wenn man nah genug rankommt. So, wir müssen offensichtlich hier rüber. Machen wir natürlich auch. Dann nehmen wir den natürlich definitiv gleich mit. Ich muss auch ein bisschen mit dem Schaden aufpassen, weil ich habe halt Sprit dabei.
paar Reparaturpunkte, aber keine Reifen. Wenn mir die Reifen kaputt gehen, wäre echt ärgerlich. Ah, guck mal, da oben ist er doch. Ich hab schon die blaue Markierung gesehen. Das heißt, hier rechts rein. Das hat auch sehr gut funktioniert. Das ist natürlich eine Aufgabe, die muss ich ganz ehrlich sagen, die gefällt mir, ne? Einfach hier durch die Gegend fahren und irgendwas suchen. Ah, den Krater habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. So, wir sind jetzt 630 Meter weg. Ich fahre jetzt da einfach weiter drauf zu, in der Hoffnung, dass das auch einer von denen ist, die wir gleich brauchen. Da kommt ja dann auch gleich der eine Weg. Der von... Ja, wunderbar, guck mal. Wir haben 600 Meter Reichweite für die gelben Markierungen. Das heißt, wir sind hier in der, ich sag's einfach mal, in der oberen Hälfte der Karte gleich fertig. Und dann fahre ich einmal nach Süden und dann finde ich da wahrscheinlich die anderen beiden. Meine Vermutung zumindest. Schon. Ob sich so überaltert. Wir fahren jetzt hier einmal durch die Fabrik. Das hintere Tor wieder raus. Und dann den Weg entlang. Da werden wir dann irgendwie in die Nähe des Kraters kommen. Ja, ja, ja. Ich muss ein bisschen mehr aufpassen, als ich eben schon mal gesagt. Das Fahrwerk hält einiges aus. Aber wenn die Reifen halt kaputt sind, dann habe ich Pech. Das Fahrwerk kann ich auch wieder reparieren. Da ich habe ein paar Punkte bei, wie gesagt, aber... Ich habe keine Reifen dabei. Der macht eh gleich noch so eine Rechtsbiege. Dann kann ich auch hier oben lang fahren. Muss er dann in der Nähe der Bahnschienen sein, der Karte. Also auf der Karte habe ich ihn ja wie gesagt schon zwei, drei Mal gesehen, aber jetzt so beim Vorbeifahren nicht. Aber ich war ja hier auch erst einmal. Ich bin ja hier nur das eine Mal lang gefahren, als wir den gar nicht, was hat mir denn da transportiert? Ich weiß gar nicht mehr, was die Arbeit war. Ja, da habe ich auf jeden Fall nicht drauf geachtet. Also den Krater habe ich definitiv nicht gesehen. Definitiv nicht. Als wir auf jeden Fall zum Bahnhof mussten. So. Kann ich den einmal rauslöschen. Und jetzt muss ich irgendwie nach unten. Ah, hier, also die drei habe ich schon benutzt. Den habe ich benutzt. Tja. Ich meine, den hier habe ich ja auch nicht so richtig erkannt, ne? Ich muss jetzt irgendwie, wenn ich hier die Schiene, dann kann ich da vielleicht hochfahren. Wir schauen mal. Es ist ja ein Geländeauto, ne? Dann soll es bitte auch im Gelände fahren. Ich weiß nicht, wie ich das noch sagen soll. Bis mir ein Reifen kaputt geht, dann habe ich das große Nachsehen. Also hier kommen wir auf jeden Fall gut lang. Ich muss mal gucken, dass ich hier irgendwie ein Stück hochkomme noch. Da ist ja dann die Straße gleich, nicht umkippen. Und dann sind wir ja auch schon an der Rohrfabrik, was glaube ich. Na, kommst du hier so hoch? Wunderbar. So, haben wir noch viel Weg gespart. Und das Gute ist, wir sind relativ weit im Westen. Das heißt, wenn ich jetzt hier lang fahre, habe ich fast die Sicherheit, dass ich alles, was hier wäre, aufdecken würde mit diesem gelben Markierer, ne? Das heißt, ich fahre jetzt einfach die Straße hier bis runter. Guck mal, ob da was passiert. Ob ich da irgendwas... Ob ich irgendwie nah genug komme quasi. Weil der ja offensichtlich so 600 Meter Reichweite hat. Das war ja zumindest beim letzten Krater so. Da hat er meinen Wegpunkt 600 Meter angezeigt und dann ging der gelbe Markierung an. Ich könnte... Ja, den Abstecher mache ich. Ich fahre hier kurz hoch.
einmal reparieren. Kann ich den Anhänger auch mal nutzen? Der da sonst mal so rumsteht. Sprit hat er ja, glaube ich, nicht. Ist ja erstmal nicht so schlimm. Achso, kann ich den jetzt nur nutzen? Nee, kann ich ihn doch auch nutzen, wenn ich in der Nähe stehe, oder nicht? Bei Fahrzeugen, bei anderen Trucks war das so, dass man die nur nutzen kann, wenn man selber drin ist. Aber Anhänger kann man nur nutzen, wenn man daneben steht. Scheinbar nicht. Okay. Nachtanken. Gut, dann fahren wir halt ohne zu reparieren weiter. Ich versuche immer, die Punkte so lang wie möglich beisammen zu halten. Weil ich habe ja jetzt... Also meine Reifen haben schon Schaden genommen, aber die sind noch nicht kaputt. Das sieht man jetzt hier. Ne? Die sind ja alle noch ganz gut. Die haben 100 Lebenspunkte. Normalerweise haben sie 50, glaube ich, bei Nicht-Mods. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel das Fahrwerk repariere, weil das jetzt schon halb kaputt ist, was aber noch keine Auswirkungen hat, davon mal abgesehen. Das ist ja mir rechts übrigens eine Markierung. Da in dem Bereich. Das heißt, ich fahre jetzt hier runter und dann irgendwie darüber. Ich hoffe, das ist nicht hier irgendwo. Aber es war halt auch noch weiter nach vorne. Na, dann fehlen mir auf jeden Fall die Punkte, die ich jetzt dann in das Fahrwerk stecke, vielleicht nachher beim Motor. Und wenn der Motor doll genug kaputt ist, dann kann ich halt gar nicht mehr fahren. Mit einem kaputten Fahrwerk kann man trotzdem noch fahren. Selbst wenn der durchhängt. Es ist sowieso, ne? Man müsste halt auch mal drauf achten. Das Fahrwerk, also das hat immer erst dann Auswirkungen, wenn es rot ist. Also wenn das Fahrwerk rot ist, dann ist es kaputt, dann hängt man durch. Beim Getriebe, das hat einen ganz, ganz kleinen Puffer sozusagen. Also ganz kurz bevor es ganz kaputt ist, ist es halt schon extrem beschädigt, sodass dann halt Schaltfehler passieren. Also wenn er jetzt vom zweiten in den dritten schalten müsste, kann es halt auch passieren, dass er einen fünften schaltet, dann abwirkt. Oder direkt in neutral, das ist das, was meistens passiert. Der Motor spuckt dann halt so ganz geil Feuer, kurz bevor er ganz kaputt ist. Wenn der ganz kaputt ist, kann man halt auch gar nicht mehr fahren, genau wie beim Getriebe. Und beim Tank ist halt das große Problem, da passiert halt auch gar nichts, bis der halt kaputt ist und dann läuft Sprit aus. Also dann könnt ihr zwar immer noch fahren, solange er Sprit hat, aber der Sprit läuft halt zusätzlich noch aus, zu dem ihr den halt verbraucht. Ich fahre jetzt mal gerade drauf zu. So ungefähr, weil dann jetzt der Pfeil vom Auto gibt mir dann halt den Weg. Also hier, nee. So ungefähr in dem Bereich dann, okay. Also ich muss ja sowieso einmal rüber und das kann ich ja nur bei dieser Überfahrt machen. Und das wird schon tricky genug. Dann mit dem Tacoma darüber. Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich natürlich auf der anderen Seite geblieben. Vom Bahnhof aus weitergefahren, aber. Das ist jetzt so. Na, und wenn die Reifen kaputt sind, naja, ich meine, erstmal ist das Gute, dass die einzeln kaputt gehen im Regelfall. Also nie alle zeitgleich. Und dann sind die halt platt. Man kann auch weiterfahren, aber es fährt sich halt nicht mehr so gut. Das ist ja logisch, aber man kommt halt trotzdem noch von voran. Da gibt ja sogar so einen kleinen Erfolg. Irgendwie mit einem kaputten Reifen 1000 Meter oder so. Ich glaube, das summiert sich auf. Also ihr müsst nicht mit einem Reifen hintereinander weg 1000 Meter fahren, mit einem kaputten. Sondern ich glaube, das wird zusammengerechnet mit allen kaputten Reifen, die ihr in dem ganzen Spiel habt. Aber ich bin mir da jetzt auch nicht sicher. Auf jeden Fall sind die meisten Erfolge halt so einfach. Die meisten, nicht alle, aber so einfach, dass sie halt nebenbei einfach passieren. So, und so langsam müsste ich mich mal selber an meine eigenen Worte halten, dass ich mal ein bisschen vorsichtiger fahren will. Das Fahrwerk ist gleich tatsächlich richtig kaputt. Und dann muss ich es reparieren, wenn es kaputt ist, weil sonst bringt mir der ganze Wagen nichts mehr. Und jetzt muss ich erstmal hoffen, dass ich hier durchkomme. Von der Warttiefe mache ich mir keine Gedanken, aber eher, obwohl das sieht euch gut aus, dass ich weggetrieben werde. Aber das scheint ja ganz gut zu funktionieren. Halt auch nicht wirklich was, wo ich meine Winde ranhängen kann. Aber wir sind ja schon drüben. Wunderbar.
Wunderbar, wunderbar, schön dem Mond entgegen. Ist das nicht herrlich? So, ich spule jetzt mal zeitlich auch nicht vor. Wir sind schon lange nicht mehr im Dunkeln gefahren. Können wir jetzt auch bis zu dem Krater nochmal dunkel lassen. Wir müssen ja wahrscheinlich eh gleich da sein. Naja, da vorne ist er ja schon. Und dann haben wir schon nur noch einen. Dann ging die Aufgabe, also bisher jedenfalls, dann doch wesentlich schneller, als ich gedacht hätte. Das liegt aber auch daran, weil man halt einen... Und jetzt nochmal ganz kurz auf der Karte. Doch, jetzt sieht man es. Hier war ich halt noch nicht, ne? Das ist das Ganze und das einzige Problem. Hier war ich noch nicht, deshalb habe ich es nicht gesehen. Aber ich decke den Rest jetzt auch nicht weiter auf, weil ich gehe davon aus, hier passiert nichts. Hier passiert nichts mehr. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo ich stehen geblieben bin. Irgendwas mit Krater auf jeden Fall. Naja. Ich fahre jetzt hier rüber wieder und dann die Straße weiter runter Richtung Süden. Ja, wenn man halt, genau, ich glaube, ich weiß wieder, wenn man halt 600 Meter Reichweite von diesen Markern hat, von den Gelben. Ne? Wenn die nur halb so groß wäre, dann wäre das ja viel, viel schwieriger. Weil man ja wesentlich genauer die Karte abfahren müsste, um die alle zu finden. Aber so hat man ja eine 600 Meter Reichweite. Und das heißt, wenn ich jetzt irgendwo lang fahre, dann ist ja 600 Meter in alle Richtungen. Und sozusagen wird das ja abgescannt, wenn man so möchte. Geradeaus, nach hinten, links, rechts, neben mir. Wird mir das ja angezeigt, ob da irgendwo in 600 Metern Entfernung halt was ist oder nicht. Und dadurch geht es ja dann doch sehr einfach. Von diesem Wagen hier. Also ich meine, die anderen beiden, die ich hier drüben stehen habe, den Riptor und den Atlas, die finde ich auch gut. Aber da musste ich halt in Anführungsstrichen sehr, sehr viel machen, damit die halt Spaß machen, also mir Spaß machen. Und bei dem hier, den habe ich runtergeladen und bin eingestiegen und losgefahren. Fertig. Das war halt der ganze Zaubertrick. Da habe ich halt nichts weiter gemacht. Und das ist halt schon, weil ich halt so verwöhnt bin mittlerweile, selten, sage ich mal. Ne? Also es gibt noch andere Scouts hier. Es gibt so einen Ford Bronco-Verschnitt, aber das ist dann einem so einem Rockcrawler nachgebaut, den es wohl auch in echt gibt. Der hat halt auch ein mega gutes Fahrwerk, das kann ich nur so sagen. Im Prinzip ähnlich wie der hier, nur noch weicher, noch besser für halt steiniges Gelände geeignet. Und der ist auch mega gut und der sieht halt auch echt schick aus, aber da sind die Reifen halt einfach wieder so stark, dass man halt einfach überall durchdonnert. Und das macht es in meinen Augen halt einfach schon wieder komplett kaputt. Ne? So, jetzt gehe einmal kurz rein und wieder raus. Ich wollte nur reparieren und tanken. Jetzt spule ich auch die Zeit einmal vor. So, wir müssen noch den letzten Krater finden. Ich fahre jetzt mal nicht nach rechts unten, sondern also hier nicht mehr hier rüber, weil hier ist ein Krater. Ich gehe davon aus, da ist keiner weiter. Und wenn ich jetzt meinen Marker setze, dann guck mal, das sind auch nur 500. Selbst bis in die Ecke sind es nur 580 Meter. Das heißt, es würde mir angezeigt werden. Ich fahre jetzt einfach den Weg hier mal entlang bis zum Sägewerk und dann möglicherweise auf dem Weg dahin finde ich dann den letzten Krater schon. Ansonsten halt einfach den Weg weiter bis zum Bauernhof und dann gucke ich mal. Aber ich
Ich prophezeie mal, dass es nicht mehr so lange dauern wird, bis wir den letzten finden. Eigentlich genau in seinem, genau da, wo der hingehört, hier der Wagen. Matschiger, schlammiger Untergrund mit ganz vielen Steinen. Ich fahre jetzt mal hier oben lang. Wo halt das Fahrwerk noch mal ein bisschen benutzt wird. Sehr, sehr schön. Wunderbar. Muss ich ehrlich sein. Aha, da ist er angegangen. Guck. Tja, dann sind wir jetzt weniger als 600 Meter vom letzten Krater weg. Und dann ist die Aufgabe fertig. Das war ja kurzer Spaß dann tatsächlich. Also ich hätte gedacht, wir brauchen länger, aber zum einen dank des Autos, was halt sehr, sehr zuverlässig ist in allen Lebenslagen. Und halt, weil die Entfernung zum Entdecken der Krater halt auch sehr hoch ist. Ne? Das hat natürlich auch riesen geholfen. Also das würde ich jetzt nicht unterschlagen haben. So, und kaum ist wieder alles repariert, mache ich es auch schon wieder kaputt. Ja, das hat man gerade gesehen, ne? Der Zaun ist da so kaputt gegangen, finde ich auch ein bisschen schade. Weiß ich auch nicht, woran das liegt. Dass das beim Hupen passiert, finde ich witzig, auch wenn es keinen Sinn macht. Aber das stört mich nicht. Also wenn ich jetzt da vorbeifahre und hupe, dann geht ja auch was kaputt. Ne? Das finde ich einfach witzig, aber wenn man halt nur vorbeifährt und das schon kaputt geht, dann weiß ich nicht, durch den Motorsound dann oder was. Keine Ahnung. So, jetzt hier ein bisschen querfeld ein und da haben wir doch schon den letzten. Wieso habe ich denn den eigentlich aufgestiegen? Stufe 10. Hervorragend. Wir haben alle Krater in der Gegend gefunden und werden unsere Geologen einen Krater nach dem nächsten untersuchen und Proben nehmen. Wenn wir Glück haben, werden wir dann wissen, ob es sich lohnt, nach wertvollen Materialien zu bohren. Oh, da gab es auf jeden Fall ganz schön Batzen Geld für die Verhältnisse hier und viele Erfahrungspunkte. Warum habe ich denn den nicht gesehen? Ah, weil ich das noch nicht so richtig aufgedeckt hatte. Das war noch so dunkel, weil ich hier noch nicht so richtig durchgefahren bin halt, ne? Okay. Achso, hier gab es eine neue Mission. Da will ich halt mal reingucken. Oh, noch mehr Krater. Liefere die Proben. Aber wo gibt es denn die Container? In den einzelnen Kratern. Na, willst du mich denn? Na, wunderbar, sag ich mal. Okay, das ist eine Aufgabe für die nächste Folge. Und dementsprechend beende ich das jetzt hier auch. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Freue mich über eure Ideen und Anregungen in der nächsten, in den Kommentaren. Und viel mehr freue ich mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Haut rein!